Oh mein Gott, Leute, wir werden heute aus einem armen und aus einem reichen Millionärsgefängnis ausbrechen. Werden wir alles schaffen? Das seht ihr in diesem Video, Leute. Let's go! Okay, Leute, um in das arme Gefängnis reinzukommen, dürfen wir auf jeden Fall nur eine Straftat bis 100 Millionen Dollar begehen, Leute. Alles, was darüber hinausläuft, da kommt man dann ins Millionärsgefängnis rein. Und deswegen habe ich mir überlegt, Leute... aua, ey, was soll das denn, Junge? Wir wurden angefahren. Und deswegen habe ich mir überlegt, Leute, wir werden jetzt einfach mal hier so einen kleinen Supermarkt überfallen, weil da wird es ja auf keinen Fall was für 100 Millionen geben. Dann kommen wir erstmal ins normale Gefängnis rein, Leute. Und dann werden wir testen, aus welchem man auf jeden Fall besser ausbrechen kann. So, wir gehen jetzt mal kurz hier in den Shop rein. Ja, guten Tag, der Herr. Na, alles gut bei Ihnen? Ja, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich so, was Sie für mich tun können. Ich hätte gerne einmal die ganze Kasse her mit dem Geld. Her mit dem Geld. Bitte, ich habe nicht so viel drin, wirklich, bitte schön. Ich habe gesagt, her mit dem Geld, los. Mach einen Geldkoffer, los, alles in den Geldkoffer rein. Her mit der Kohle. Ich packe das alles ein. Ja, so. Sehr okay. Gut. Und dann keine falschen Bewegungen machen. Ja, ich hab alles, was ich hatte. Ja, aha, bitte. okay, sehr gut. Jetzt keine falsche Bewegung. So, okay, mach keine Faxen, Junge, ja? Und jetzt schön die, hinten in den Raum rein. Geh hinten in das Zimmer rein. Sie werden verhaftet dafür. Ja, verhaftet, bla, 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 Leute. Okay, wir haben den jetzt mal überfallen. Keine Ahnung, wie viel da in dem Koffer drin ist. Irgendwie 100.000 oder so. Ist natürlich auch schon relativ viel Geld. Warum hat er überhaupt so viel Geld, der Typ da, Leute? Und okay, Leute. Oh mein Gott, Leute, wir haben jetzt direkt hier 5 Sterne bekommen. Jetzt müssen wir hier richtig aufpassen. Okay, wir müssen jetzt erstmal abhauen. Beziehungsweise, Leute, ich will ja eigentlich gar nicht abhauen, sondern ich will ja verhaftet werden, damit wir ins arme Gefängnis reinkommen, Leute. Damit wir natürlich vergleichen können, wie das im Gegensatz zum Millionärsgefängnis ist, Freunde. Wo ist denn überhaupt die Polizei? Ey, die kommen ja gar nicht hinterher hier mit meinem Lambo. Die wissen ja gar nicht, wo vorne und hinten ist. Oh, okay, jetzt setzen wir Helikopter ein. Au, oh mein check, Gott. Check, check, bleiben Sie sofort stehen, Oh mein Gott, die drehen ja hier völlig durch jetzt die Polizei. Wow. Was haben wir denn für Einsatzwagen jetzt hier? Leute, sollen wir uns ergeben? Sofort stehen bleiben, Sir. Wir werden den Schuss veröffnen, Schuss veröffnen. Das war irgendwie doch nicht so eine gute Idee, habe ich das Gefühl, Freunde. Okay, wisst ihr was? Ich werde mich ergeben. Ja, ich ergebe mich. Alles Hände gut. Hände hoch, steigen Sie aus Ihrem Fahrzeug aus. Ja. Steigen Sie aus Ihrem Fahrzeug aus. Hände hoch. Alles gut. Ist okay, ich ergebe mich ja. Ey, Leute, die drehen ja hier völlig durch, die Polizei. Seit wann sind die denn so am Start hier? Okay, ja, ich habe meine Hände oben. Da ich ergebe ja mich. Da kommt ja schon der Gefängnisbus für Sie. Oh mein Gott, Leute, ich werde jetzt hier ins Gefängnis gebracht. Aber wir wollten das ja jetzt auch testen, Leute. Einsteigen sofort. Ist ja gut, ich steige ja ein. Alles easy, kein Problem. Ja, so. Wir werden jetzt auf jeden Fall ins Armgefängnis gebracht und ich glaube, da ist es ziemlich einfach auszubrechen, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir sind angekommen. Ich denke mal, das Gefängnis, das kennt ihr hier schon alle. Ja, das ist ja, sage ich mal, das normale Standardgefängnis. Wir haben jetzt hier gerade 100.000 Dollar geklaut. Okay, damit kommen wir auf jeden Fall noch nicht ins krasse Milliardärsgefängnis. Ja. So, du wirst jetzt hier schöner eingesperrt, ja, meine Freunde, alles gut. Meine Kollegen kümmern sich um kein Sie. Problem, ja. Ja, laufen Sie schon mal rein, ja? Ja, okay, ich gehe schon mal rein. Oh, Leute, jetzt kommen wir hier ins normale Gefängnis. Aber ich sag euch ehrlich, Freunde, ich bin hier schon öfter ausgebrochen. Ich weiß, das ist nicht so krass schwer auszubrechen. So, gut, wir warten jetzt mal hier an der Anmeldung. Oh, Leute. Also, das ist der Gefängniswärter. Wir kennen Sie ja schon. Ja, genau, ja, ich weiß doch schon, was ich machen muss hier. Ladendiebstahl. Ich fülle hier schon meine Liste aus. Ja, machen Sie schneller. Ja, ja, genau, YouTube läuft nicht mehr. Ich muss die ja überfallen, genau. So, zack, ist das ausgefüllt. Wenn Sie jetzt mal eine Bank überfallen, ne? Ja. Ja, genau. Nächstes Mal eine Bank, ja. Leute, die kennen mich hier einfach schon, weil wir hier schon so oft im Gefängnis drin waren. Okay, jetzt muss ich hier kurz warten für Metalldetektor. Laufen Sie durch. Ja, okay, ich heb die Hände hoch und ich hab... Stopp, was war das Leute, denn für ein Ton? Ich hab gar nichts dabei. Uhr ausziehen. Hä? Oha, meine Uhr? Ja, ist okay, ich zieh die ja aus. Ja, okay, Leute, wir haben dir jetzt hier meine Kette, meine Uhr gegeben. Hier, nimm das alles, kein Problem. So, laufen muss Sie natürlich durch. Sein hier wegen Metalldetektor und so. Okay, oh Leute, der bringt uns jetzt hier ins normale Gefängnis. Ich hoffe, Freunde, dass wir jetzt hier noch so gut ausbrechen können, weil ich habe hier eigentlich immer so ein paar Wärter bestochen, ne? Ich sag mal, hier im normalen Gefängnis, da gibt man denen 1 Million oder so den Wärtern, dann lassen die eigentlich immer alle einen raus, so, ne? Das ist dann eigentlich gar kein Problem für uns. So, oh, wo geht's denn jetzt hier weiter? Ja, okay, Leute. Oha, wo sind wir denn jetzt hier? Das ist die Cafeteria, ja, okay. Leute, gibt's für dich kein Essen? Geh mal raus. Ja, alles gut, Leute, ich brauch kein Essen. Hä, da warten Leute auf mich draußen. Oh nein, mir wurden ja auch alle Waffen weggenommen. Ey, was soll das denn? Ey, was soll da? Oha, Leute, die machen ja hier...
Mitkommen. Oh, oh. Oh, oh, Leute, die machen ja hier gar keine... Habt ihr das gerade gesehen? Haben sie Glück gehabt, dass sie sich nicht bewegt haben, hä? Oha. Hätten sie zurückgeschlagen, würden sie vielleicht jetzt da liegen. Ja, ey, Leute, die machen ja hier gar keine Faxen mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind hier ein bisschen strenger geworden. Ich war lange nicht mehr hier im Gefängnis drin. Ich hoffe, das hier noch so einfach auszubrechen, damit wir hier überhaupt rauskommen, Leute. Weil als nächstes wollen wir ja dann in den Millionärsknast reinkommen, Freunde. Okay, ja. Was ist deine Lieblingszahl? Meine Lieblingszahl ist eigentlich die Zahl 777. Ja, dann ist es heute die 18. Okay, dann gehen wir halt in die 18 rein. Ja, das ist jetzt hier meine Zelle oder was, hä? Nee, das ist dein Hotelzimmer oder was? Ja. Also, bist du blind oder was? Ja? Ja, okay. So viel Spaß, Alter. Essen kommt später. Ja, okay, okay. Ey, Leute, wir sind jetzt hier in unserer Zelle drin. Das Ding ist gerade, ich habe irgendwie gerade ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, ob wir hier noch so einfach ausbrechen können, weil ich war hier wirklich lange nicht mehr. Ich hoffe, wir kriegen keinen Zellenmitbewohner und sowas. Ich glaube, ich muss mich auch bald noch umziehen und kriege hier noch eine Gefängnisuniform angezogen. Ey, Leute, ich hoffe, ich kann hier auf jeden Fall irgendwie noch gut ausbrechen, Mann. Ey, was will der denn jetzt hier schon wieder von mir, der Wärter? Oh, was mitkommen. Willst du? Oh, Leute, wir müssen hier warten, bis hier eine Schwachstelle kommt. So, okay, wo bringst du mich hin? Dich um. Oh. Dann darfst du doch auf dem Hof, ja? Oh, okay, nice. Wir dürfen heute noch auf den Hof drauf, Leute. Aber das ist natürlich auch sehr gefährlich. Erstmal umziehen. Ja, okay. Leute, ich glaube, wir kriegen jetzt hier unsere Gefängnisuniform. Ich bin mal gespannt, was man für eine Gefängnisuniform im Milliardärsgefängnis bekommt, Leute. Ja, okay. So, ich nehme hier die raus. So, warte mal, hier unten haben wir noch eine. Okay, ja, so, danke schön. Zieh das an jetzt. Oh, okay, ja, ich zieh's an. Alles klar. Bleiben Sie hier stehen oder was? Natürlich. Oh Mann, jetzt muss ich mich hier vor dem auch noch umziehen. Na gut, Leute, ich ziehe das jetzt mal schnell an. Ja, okay, ich hab's angezogen. Oh, raus. Leute, wie sehen wir denn aus? Alter, wir sind jetzt hier richtig im Gefängnis jetzt angekommen, Leute. Warte. Oh, okay. Mütze runter! Oh, aua, ey, was soll das denn? Ey, der hat mich einfach... Oh mein Gott, der hat mir einfach hier eine übergezogen. Ja, und okay. Raus mit dir. Oh, Leute, ich lieb's doch, meine Cap zu tragen. Och, Mann, ey. Na gut, ja, ich gehe ja schon raus. Ach, okay. Leute, was geht denn jetzt hier? Wir machen die Zelle so lange fertig für deinen Mitpartner. Wie? Hä? Mitbewohner. Ich krieg einen Zellenmitbewohner? Oh, das ist gar nicht gut, Leute. Deswegen gehen wir raus jetzt hier. Ja, okay, ich werde mich hier mal noch ein bisschen umgucken. Gut, Freunde, ich guck mich jetzt hier mal um. Wir sind jetzt hier auf dem Hof, wir kriegen einen Mitbewohner, Leute. Hä, was soll das denn? Hey, die wollen mich hier verprügeln. Ey, was willst du, Junge? Hier, nimm das, zack. Zack, ey Leute, das hier im Gefängnis direkt mal eine Schlägerei. Leute, ich hoffe, oh mein Gott. Hier im normalen Armengefängnis, sage ich mal, gibt es hier direkt Schlägereien und sowas. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall kurz durch. Ich muss mir den Respekt hier erarbeiten. Oh, Junge, das ist hier voll der krasse Gefängnisaufstand hier. Gefängnisaufstand, Gefängnisaufstand. Oh, Leute, die Sirenen gehen an. Oh mein Gott, ich muss mich auf den Boden legen, Oh mein Gott, okay. Jeder, der jetzt sich nicht hinlegt, wird jetzt nämlich hier abgeschossen. Okay, jetzt müssen wir abwarten. Leute, der Gefängnisalltag hier ist echt nicht einfach. Ich sage euch, wie es ist. Okay. Ja, sehr gut. Nein, reicht für heute. Es ist direkt Chaos angerichtet. Alles klar, okay. Gut, Leute. Der Hoffreigang ist wohl vorbei, aber ich bin auch echt zufrieden. Ich bin echt froh, dass wir jetzt wieder in unsere Zelle kommen, weil ganz ehrlich, irgendwie wurde ich hier direkt von den anderen angegriffen. So nice ist das jetzt auf jeden Fall nicht, hier draußen zu sein. Ich bin jetzt mal gespannt, was wir jetzt hier so für einen neuen Zellenmitbewohner haben. Also da geht's rein. Okay, ich kenne mich hier noch nicht so aus. Ist mein erster Tag hier. Ja, alles deine gut. Zelle ist offen. Reinlaufen. Ja. Okay, aber ich sage euch ehrlich, Leute, ich habe eigentlich nicht vor, hier lange zu bleiben. Okay, bis jetzt ist hier mal noch kein Zellenmitbewohner, das ist schon mal ganz gut. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier demnächst mal ausbrechen, ja? So, wir gehen jetzt hier mal rein, zack, okay, ja, alles gut, ich bin hier drin. Gut, Freunde, jetzt warten wir mal ab, weil eigentlich sollte jetzt hier gleich unser Mitbewohner kommen. Oh mein Gott, Leute, da vorne wird jemand reingebracht. Seht ihr das? Da wird jemand reingebracht. Ich glaube, das könnte unser neuer Zellenmitbewohner sein. So, du kommst jetzt hier rein in die 18. Oha. Aber das ist vielleicht ganz gut, Freunde, weil wir wollen ja sowieso gleich hier ausbrechen und vielleicht hilft er uns ja dabei auszubrechen. So, du bleibst jetzt bei hier drin. Auf Wiedersehen, ja. Okay, tschüss, Officer. Will er denn hier? Abchecken alles. Okay, der guckt hier noch, ob die Tür abgeschlossen ist. Gut, ja. Na, hallo, neuer Mitbewohner. Na, wie geht's dir so? Was willst du, ne? Ja, wir sind jetzt wohl hier, wir müssen uns jetzt wohl hier das Zimmer teilen. Wir sind gar nichts, Mann, haben wir uns verstanden. Hä, ich will mich doch jetzt hier gerade nur anfreunden mit dir. Ist doch alles gut. Also, was ist denn los mit dem? Ey, komm mal, eine Zigarette oder so? Nein, ich habe keine Zigarette. Rauch nicht schlecht. Komm mal hier nach hier hinten. So, komm mal. Ey, ich habe nur einen Plan, wie wir hier ausbrechen können. Aber das schaffe ich nicht allein. Das müssen wir zu zweit machen. Ja. Bist du dabei bei dem Ausbruch?
Leute, ich glaube, der ist dabei. Wärter! Was macht der da? Verrät der mich jetzt an den Wärter? Ich hab da was, ja. Leute, der ist voll die Petze oder was? Ey, hör auf! Ich glaub, wir haben hier einen Ausbrecher. Leute, ich muss den verprügeln. Ich muss den verprügeln! Hör auf, mich zu verraten, Anwärter! So. Oh mein Gott. Du denkst, ich muss mir... Oh mein Gott, der hat eine Rohrzange dabei. Oh. Wie hat er das hier reingeschmuggelt? Nein, aber... Oh mein Gott, Leute. Nein, der verbrüllt mich hier gerade total. Ey, Leute, mein Kopf. Was ist los? Ich habe so Kopfschmerzen. Wo bin ich? Leute, wo sind wir denn jetzt hier? Hallo, wer sind Sie denn? Guten Morgen, Sie sind endlich wach geworden, ja? Sie wurden niedergeschlagen, ich bin der Doktor von The Prison. Oh Leute, das ist der Gefängnisarzt hier. Ich habe hier eine kleine Tasche mitgebracht, ich möchte ein paar Untersuchungen mit ihm machen, kommen Sie mit, ja? Okay, Leute, er muss Untersuchungen mit uns machen. Aber ganz ehrlich, Leute, warte mal, wir sind gerade im Gefängniskrankenhaus. Das heißt, wir sind immer noch im Gefängnis, nur in dem Krankenhausabteil. Das ist doch jetzt eigentlich der beste Zeitpunkt, um hier auszubrechen. Ja, ich komm. Weil ich sehe hier keine Wärter, ich sehe hier nur diesen Arzt. Wenn wir ausbrechen können, dann hier. Alles klar, ich setze mich hier drauf, alles easy. Ich sitze hier drauf und jetzt... Ich gucke jetzt Ihre Verletzungen an. Was macht der da, ey? Okay. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, das ist jetzt der Moment, um auszubrechen. Nimm das, Junge! So, okay. So, wir haben den hier ausgenockt, Okay, geh schlafen. Okay, Freunde, jetzt müssen wir gucken, ob wir hier irgendwas Nützliches finden. Das ist jetzt hier der Moment, um auszubrechen. Warte mal, hier liegt doch ein Messer, Leute. Hier können wir Messer nehmen. Zack, das packen wir mal ein. Finden wir hier vielleicht noch irgendwas Nützliches? Okay, hier so ein paar Medikamente. Warte mal, da ist aus dem Alkohol. Können wir uns vielleicht einen Molotow-Cocktail hier zusammenbauen? Okay, Leute, wir nehmen hier den Alkohol aus der Flasche und nehmen hier was von seinem Kittel. Und wir haben Molotow-Cocktail. Und wir Messer. Ich höre deine Stimme. Doktor! Der Arzt, der ist einfach umgefallen. Der hat einfach einen Schwächeanfall gehabt. Ich habe gar nichts gemacht. Hände hoch. Geschlafen! Oh mein Gott. Okay, Leute. Wir haben ihn erwischt. Warte mal. Ich muss mir die Waffe von ihm nehmen. Bleib liegen. So, zack. Wir schnappen uns hier noch die Waffe von dem. Oh, Leute. Oh mein Gott. Wir haben jetzt eine Pistole. Okay, jetzt müssen wir natürlich nur aufpassen, dass der Weg, dass wir uns jetzt hier nicht den Weg versperren. Dass wir nicht erwischt werden. Oh. Okay, hier sind andere Wärter auf dem Hof. Alles ist gut. Die zielen mit Waffen auf mich, Leute. Die wissen, was ich gemacht habe. Oh, nein, Leute, hört ihr das? Die Sirene geht an. Oh, wir müssen unseren Weg hier freikämpfen. Ey, das ist gar nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Oh, wir müssen hier schnell rein. Oh mein Gott, Leute, wir haben 5 Sterne bekommen, das ist überhaupt nicht gut hier. Die schießt ja jetzt schon auf mich. Durch die Cafeteria. Okay. Verdächtiger versucht zu fliehen. Helikopter auch über mir. Oh mein Gott, Leute, wir haben hier einen krassen BMW. Das ist ein Undercover BMW M8 Einsatzfahrzeug. Damit können wir abhauen, Leute. Damit kann ich hier abhauen. Oh mein Gott, Barrikade, das ist ein krasses OP-Auto. Barrikade. Ja, was für Barrikaden, Leute. Träumt weiter. Barrikade. Let's go. Oh nein. Die haben so ein Einsatzkommando gerufen. Oh nein, Leute. Aber ihr seht, es war bis jetzt relativ einfach, hier aus dem normalen Armgefängnis auszubrechen. Wenn wir jetzt die 5 Sterne noch abschütteln, dann haben wir es schon wieder geschafft und sind abgehauen, Leute. Oh, jetzt nur noch einmal schön untertauchen. Guck mal, wie wir die hier austricksen. Da sind ja voll die Noobs. Leute, guck mal mit unserem krassen BMW. Zack. Hier ein bisschen outplayen, Leute. Hier ein bisschen außen rumfahren. So, jetzt fahren wir hier. Zack, dann fahren wir hier gleich nochmal rein. Und gleich wissen die gar nicht mehr, wo ich bin hier. Gleich blinken hier schon wieder die Sterne. So ein Ding ist das. Okay, nein, die sind schon wieder hier. Zack, Leute, ich muss mich hier am besten mal irgendwo unterstellen. Wir müssen kurz unbedingt die Cops hier loswerden. Wow, let's go! Alter, habe ich die outplayed. So, schön hier dran vorbeitribbeln. Zack. Wow, wir haben halt echt ein krasses OP-Auto geklaut. Guck mal, zack. Und jetzt wissen die gleich schon gar nicht mehr, wo ich bin. Und jetzt blinken hier schon die Sterne. Ganz einfaches Ding, Freunde. Helikopter kommt jetzt gleich. Und dann stellen wir uns jetzt noch hier unter die Brücke. Und jetzt werden wir die 5
Sterne. Los, Leute. Oh mein Gott, Leute, die 5 Sterne sind weg. Wir sind aus dem Gefängnis ausgebrochen. Also ihr merkt schon, aus dem armen Gefängnis auszubrechen war noch relativ einfach für uns, Leute. Aber wie sieht das mit dem Millionärsgefängnis aus, Leute? Da kommt man ja erst rein ab einer Straftat von 100 Millionen Dollar. Und deswegen müssen wir jetzt was richtig Teures klauen, um ins Millionärsgefängnis reinzukommen, Leute. Let's go. Okay, Leute, hier vorne ist ja diese Playboy-Männchen, Leute. Da wohnt der reichste Einwohner von Los Santos und der hat ein 100 Millionen Dollar Auto. Wenn wir das klauen, kommen wir ins Millionärsgefängnis rein. Wir können ja mal schauen, Leute. Der fährt sogar gerade raus. Alter, das ist sogar das 100 Millionen Dollar Auto. Seht ihr das? Das ist so ein RGB LED Ferrari. One of one. Der ist richtig crazy. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir haben ja hier eh gerade noch so ein Polizeiauto. Wir machen jetzt einfach mal die Sirene an und machen so, als würden wir den rausziehen. Der muss ja dann jetzt hier rechts ranfahren. Und dann klauen wir das dem einfach so. Oh mein Gott, allgemeine Verkehrskontrolle, allgemeine Verkehrskontrolle. Hendo! Wow, 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 Sheriff, ich hab mich getan. Ich bin gar kein Polizist. Was? Ich bin kein Polizist. Ich bin gar kein Polizist, ja? Nein. So, du gehst jetzt erstmal schlafen, Junge. Her mit deinem 100 Millionen Dollar Ferrari. Tschüss. Oh mein Gott, let's go. Oh mein Gott, Leute, wir haben sogar gerade 5 Sterne bekommen. Was denn hier los? Was ist das denn? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, was denn jetzt hier los, Leute? Sehr geehrter Gramix, einmal mitkommen. Wir wussten doch, dass wir sie hier fangen. Ja, sie haben sich mit dem SWAT FIB Troop angelegt, Sir. Einmal bitte in den Helikopter mitkommen. Oh mein Gott. Sie wissen schon, dass sie gerade von Franklin Oldster seinen 100 Millionen Ferrari geklaut haben, ja, oder? Das weiß ich, dass ich den geklaut habe. Und sie wissen auch, dass da ein GPS drin ist, oder? Oh mein Gott, ja, wusste ich. Alles der gut. Der wird automatisch ausgelöst und deswegen konnten wir direkt den Weg abriegeln. Alter, Leute, schaut euch das mal an. Allein der Unterschied, die normale, bei dem normalen Gefängnis, wie man von der normalen Polizei verhaftet. Und wenn man hier ins Millionärsgefängnis reinkommt, dann ist hier direkt so eine riesen SWAT-Einheit und man wird weggeflogen. Das ist ja komplett krank. Warte mal. Wo werde ich denn jetzt hingeflogen? Werde ich jetzt ins Millionärsgefängnis geflogen? Millionärsgefängnis, Sie meinen wohl ins Ende von Ihrem Leben. Okay, Leute, ich bin jetzt mal gespannt, wo die mich hinfliegen. Oha, Leute, wir sind jetzt voll weit auf dem Ozean draußen und guckt euch das hier mal an. Das ist eine eigene Gefängnisinsel hier. Wie krass sieht das denn aus? Und hier kriegt man, also Millionärsgefängnis hört so an, als wäre das hier Luxus, aber das ist eher so ein richtig schweres Gefängnis, Leute. So für besonders schwere Straftaten. Checkt ihr das, Leute? Wo man erst reinkommt ab 100 Millionen Dollar. Oha, so, Leute. Ich werde Sie jetzt durch die Tür begleiten. Ab dem Moment sind Sie auf sich allein gestellt. Wie auf mich alleine gestellt? Gibt es hier keine Wärter oder was? Ja, doch, die ein oder anderen Wärter laufen rum, aber sobald irgendeiner überhaupt denen zu nahe kommt, wird sofort geschossen, ja? Alter, die schießen hier direkt. Ey, Leute, ich glaube, hier aus dem Gefängnis ist es... Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Glück beim Überleben. Ich werde jetzt sofort die Insel verlassen. Oh, okay. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Wir sind jetzt hier wirklich in einem richtigen Hochsicherheitsgefängnis. Warte mal, kann ich nicht hier einfach auch wieder ausbrechen? Nein, jetzt ist das Tor hier schon zu. Ich komme nicht mehr raus. Wow, der schießt auf mich. Ey, die drehen ja hier völlig durch, okay. Shoot down, rein sofort. Alter, ja, ist okay, nicht schießen. Feuer einstellen. Ey, Leute, habt ihr das gesehen? Wenn wir allein dem Zaun nur so nahe kommen, schießen die direkt auf uns. Ey, das ist ja komplett geisteskrank. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach mal hier geradeaus. Wo ist denn hier die Anmeldung, Leute? Sind hier überhaupt irgendwelche anderen Menschen? Ey, ich sehe hier noch gar nicht so ganz durch. Das ist ja hier eine riesen Gefängnisinsel. Okay, warte, hier ist ein Haus. Vielleicht können wir hier reingehen. Was steht da? Infirmary. Ist das eine Information oder so hier? Ah, warte mal. Guck mal, das sieht doch hier so aus wie die Anmeldung. Hier die Hauptzentrale. Okay, aber hier ist gerade niemand. Ah, da ist da. Okay, da kommt jemand. Hallo, wer sind Sie denn? Ja, ich bin... Ja, ich bin der Koch, der Aufpasser. Alles in einem. Der Koch, Aufpasser, alles in einem? Gibt es hier keine Wärter oder sowas? Ja, doch, ab und zu, aber die werden umgebracht relativ schnell. Deswegen haben sie eher die Sicherheitssysteme aktiviert. Also das zu einem Zaun aktiviert. Oh, also du willst mir gerade sagen, das ist hier quasi einfach eine Insel und hier herrschen so eigene Gesetze. Hier werden einfach Kriminelle hingebracht. Oha, Leute, guck mal, das ist zum Beispiel, hier... wir vermissen einen hier schon die ganze Zeit. Ach, du Heilige. Manche sagen, der wurde gegessen.
Ach du heilige Leute, das von ist den hier, anderen Insassen. Die stecken hier einfach die schlimmsten Kriminellen aller Zeiten auf eine Insel und hier sind nicht mal, komm mit, ich hier zeig sind nicht dir, mal Bertha. Oh mein Gott, ich muss richtig aufpassen, Leute. Also das ist ja jetzt auch voll gefährlich hier für uns. Die macht ja gefühlt jeder einfach, was er will. Hier arbeiten wir. Okay, hier ist der Steinbruch, hier wird gearbeitet. Ja, okay, ja, gut zu wissen. Das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt ein bisschen Essen zu bekommen. Ey, so unter uns hier, unter uns. Es muss doch bestimmt irgendeinen Weg geben, um hier auszubrechen. Ja, wenn du fliegen kannst vielleicht. Oh. Kannst du fliegen? Nee, ich kann nicht fliegen. Kannst du unter Wasser atmen? Nein, kann ich nicht. Kannst du Kugeln abwehren mit deinem Körper? Nein, kann ich auch nicht. Ja, also. Oh mein Gott, okay, das hört so an, als gibt es hier keinen Weg, zu, um rauszukommen, Leute. Oha, wo sind wir jetzt hier? Oh, pass auf, Mann. Da ist, oh nein. Was ist los? Oh, was nein, los? Pass auf, ignoriere die. Ich das ist der Außenbereich, Gym und so. Oha, gibt es hier oft irgendwie Probleme oder so? Ja, also, kann sich ja mal vorstellen gehen. Okay, Leute, wir können ja mal gucken, ob wir uns hier ein paar neue Freunde machen können. Oha, gut, der sieht da hinten irgendwie nicht so erfreut aus. Ey, hey, alles gut. Komm mal her, ja, komm du mal her, ja. Ja, ich komm doch zu dir, alle, was ist denn? Ja, was ist denn? Ja, ich bin ist hier. Mein Platz hier. Ich bin hier der Neue. Das ich bin ist hier mein der Platz. Neue. Alter. Was soll das? Ey, der hätte das sonst mit dir gemacht. Verstehst du das nicht, Mann? Ach so. Ich musste das tun. Du meinst, der hat ganz ein Messer gezogen. Du hast es nicht mal bemerkt. Ach, du meinst, man darf hier keinem vertrauen. Okay. Nein, Leute, der wollte dich erledigen, Mann. Ich glaube, der Koch hier ist unser Freund, Leute. Der hat uns gerade geholfen. Okay, wir müssen hier wirklich aufpassen. Also, das sind ich hier Hochkriminelle. Ja, auch hier macht drin, jeder, was er will. Ja, okay, ich verstehe. Aber das Ding ist, für mich ist mein Leben vorbei. Deswegen habe ich wegen guten Benehmen wenigstens einen Job als Koch bekommen. Hier ist mein Arbeitsplatz. Okay, also komm hier durch, arbeitest ich du als auf. Koch. Normalerweise sperre ich mich mal ein, weil sonst ist es gefährlich, ja? Ja, okay, ich verstehe. Ja, hier kann man essen und, Ey, Leute, habt ihr eine Idee, wie wir hier ausbrechen können? Ich komme ja nicht mal über die Zäune drüber. Wie sollen wir denn hier rauskommen? Ey, das ist so unmöglich. Ich sag so, das ist der ganz geheime Raum hier. Da kommen die ab und zu mal vorbei. Okay, da kommen ab und zu mal Wärter vorbei. Die wenigsten sind in ihren Zellen, also da ist wirklich nur aufs Klo gehen. Die meisten schlafen lieber draußen. Oha. Deswegen musst du aufpassen, überall aus jedem Busch kann einer rausspringen. Okay. Sind die da hier? Ich verstehe. Na gut, danke für die Rundführung. Ja, ich suche mir mal eine Zelle aus fürs Erste. Ja, guck, dass du nicht eine Zelle von jemandem bekommst, das ist gefährlich. Ich geh kochen. Okay, alles klar. Tschüss, Koch. Oh mein Gott, Leute, ich werde mir jetzt mal hier die Zelle nehmen. Ich hoffe, die gehört jetzt hier noch keinem. Also ihr merkt schon, Freunde, das ist hier wirklich das strengste Gefängnis aller Zeiten in GTA. Irgendwie macht hier jeder, was er will. Aber wir müssen irgendwie einen Weg finden, um hier auszubrechen, Leute. Das geht so nicht. Irgendeinen Weg muss es doch geben, um hier rauszukommen. Och, Mann, ey, Leute, was sollen wir denn jetzt hier machen? Wir müssen uns irgendwas überlegen zum Ausbrechen. Hey, wer ist das denn? Was machst du hier? Leute, das ist hier nur meine Zelle. Alles gut, ich will mit niemandem deine Ärger haben. Deine Zelle. Der hat ein Messer gezückt. Ich will mit keinem Ärger haben hier. Ja, ja. Ich will mit keinem... Oh, zack, zack. Oh, komm, ist das alles, was du kannst, hä? Ist das alles, was du kannst? Nämlich, Leute. Oh mein Gott. Komm schon, ist das alles, was du kannst, hä? Zack, zack. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Oh, ey, Junge, oh, der hat mich einmal getroffen, ey. Das ist gar nicht gut. Aber ich werde mir jetzt mal sein Messer hier schnappen, Freunde. Leute. Der hat mich voll erwischt, Freunde. Ich humpel jetzt hier schon. Ey, wenigstens haben wir jetzt mal ein Messer, aber das werde ich erstmal hier wegpacken. Leute. Oh, mein Gott, ey. Niemand soll sehen, dass ich hier ein Messer habe. Wir müssen hier unbedingt ausbrechen, Leute. Wir müssen hier irgendwie von dieser Insel runter. Ey, was ist denn da vorne jetzt schon wieder los? Das sind noch mehr. Oh, nein. Ich hoffe, die machen keinen Ärger jetzt hier bei uns. Ey, Leute, ich will hier keinen Stress machen. Ja, ich will mich hier nur ein bisschen umgucken. Ich bin hier der Neue, ja. Alles gut, ich will keinen Ärger. Oh, ey, ich glaube, das ist eine ganze Gang hier oder so. Oh, komm, wir gehen mal weiter. So. Ja, ist ja gut, beruhigt euch. Leute, ich muss mich mal hier irgendwie ein bisschen umgucken, ob ich hier irgendwas finde, um hier vielleicht ausbrechen zu können. Warte mal, hier ist doch der Koch, unser Freund. Der arbeitet doch hier in der Kantine. Vielleicht finden wir den hier. Und der kann mir irgendeinen Tipp geben. Ich meine, irgendwie muss die Insel doch hier mal mit Essen beliefert werden, oder? Das heißt, hier muss ja mal früher oder später mal ein Helikopter oder ein Boot kommen mit frischer Nahrung. Aber wo ist der Koch, Leute? Oh, da kommt jemand. Hallo? Guten Tag, amigo. Wo ist der Koch? Sind Sie der Koch? Ich bin der Koch hier. Ich bin der Koch. Hä? Wo ist der andere Koch? Gerade eben war noch ein anderer Koch. Der andere, der ist gestorben. Gestorben, der andere?
Ja, er hat versucht, über Wasser zu schwimmen. Er hat irgendwie gesagt, ich habe mit einem Junge geredet, der hat mich motiviert zu schwimmen. Oh, oh, nein, Leute, wir haben den motiviert zu schwimmen und er ist ertrunken. Oh, bist du der Junior-Koch? Ja, genau, ich bin der Junior-Koch, ich darf Okay, wir haben Lieferung, Essen. Wir Essenslieferung, sagt er. Oh mein Gott, okay, das ist gut. Essenslieferung für uns. Das ist, glaube ich, unser Moment, um auszubrechen. Die Essenslieferung, das ist die einzige Schwachstelle hier von dem Gefängnis. Weil wenn das Essen geliefert wird, können wir vielleicht uns das Boot klauen oder uns auf dem Boot verstecken und abhauen, Freunde. Okay, wir humpeln jetzt mal hinterher, Leute. Let's go. Oha, Leute, wir sind jetzt hier im Hafen angekommen. So, okay, alles gut. Ich glaube, da kommt die Essenslieferung an. So, okay, okay. Wir müssen jetzt so machen, als würden wir Pakete runtertragen davon. Die werden nämlich bestimmt die Polizisten das Boot danach durchsuchen. Die dürfen uns natürlich nicht bemerken. Okay, der ist auf dem Boot drauf, ja. So, zack, ja. Ich schnapp mir mal da hinten ein paar Kisten. Schnapp mir ein paar Pakete, ja. Genau, ich schnapp mir da Pakete. Okay, wir gucken uns hier mal um. Nein, die Tür hier ist abgeschlossen. Okay, wir schnappen uns jetzt hier erstmal so Essenspakete. Genau, genau, genau. Okay, so. Kannst du hier raus? Ja, genau. Ich bring das jetzt runter. Ich bring das Paket runter. Okay, okay, Leute, warte mal. Ich werde das Paket hier natürlich nicht runterbringen. Ich werde jetzt hier meine Chance nutzen. Werde mich hier oben in der Fahrerkabine verstecken. Aktuell ist hier gerade niemand da, noch kein Polizist oder sowas. Verstecken uns jetzt mal hier unten. Der wird bestimmt gleich kommen, um das Boot hier zu durchsuchen. Aber das ist meine einzige Chance, um abzuhauen. Oha, Leute. Ich glaube hier... Ich höre jemanden laufen. Oh mein Gott, da ist der Polizist. Der durchsucht hier nochmal das ganze Schiff. Ey, der darf mich jetzt auf gar keinen Fall erwischen, Leute. Sonst ist das meine letzte Chance gewesen, um hier abzuhauen. Okay, der darf mich nicht sehen. Der darf mich hier nicht sehen. Der guckt da nochmal rein. Okay, oh. Oh, oh, okay. Läuft der da entlang? Ey, Leute, ich glaube, ich muss den ausschalten. Ich glaube, ich muss den ausschalten. Anders, da geht's nicht. Anders, da geht's nicht. Leute, anders, da geht's nicht. Ich muss ihn ausschalten. Oh, so, weg mit dir. Oh mein Gott, okay, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Und jetzt, Freunde, dadurch, dass bei der Ankunft das Boot auch nochmal kontrolliert wird, müssen wir uns jetzt seine Uniform hier schnappen und uns als Officer verkleiden, Leute. Okay, Freunde, wir haben uns seine Uniform geschnappt. Wir werfen den Typen jetzt mal hier über Bord und runter mit dir, Junge. So. Okay, wir sind jetzt hier Officer Crimex. La 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 la. Wir haben das Boot geklaut. Wir haben das Gefängnisboot geklaut. So, und wir fahren weg. Und wir verlassen diese schreckliche Insel, Freunde. Und weg hier. Nicht mehr umdrehen, nicht mehr zurücksehen. Leute, dieses Hochsicherheitsgefängnis ist komplett geisteskrank. Die machen da komplett, was sie wollen. Es gibt keine Regeln. Ich glaube, wir hätten das da nicht lange überlebt, wenn wir nicht abgehauen wären. Okay, wir fahren jetzt mal an Festland, Freunde. Oh mein Gott, Leute. Und wir sind wieder zurück in der Stadt. Ey, das war auf jeden Fall richtig krass gewesen. So, jetzt einfach nur noch schnell hier runter. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall erstmal genug von Gefängnissen, Freunde. Das war's gewesen. Armes Gefängnis gegen reiches Gefängnis. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex.